Und damit. Was passiert denn jetzt hier so richtig? Kann ich zurücksetzen? Ich glaub's nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play American Truck Simulator hier auf Philips Gaming. Mit mir, dem Felix. Ich fahre jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Der LKW bleibt stehen, der FedEx bleibt stehen. Ich nehme das jetzt mal als Anlass, du darfst fahren. Sag ganz kurz mein Lenkrad, das geht mir aufs Schwein. Jetzt. Hatte wieder so ein Linksdreieck, da muss ich einfach mal komplett nach rechts und dann klappt's. Ja, ne, geht weiterhin durch die Wüste nach Eli. Nicht, ne? Der Carsten, der könnte mich sofort korrigieren, wie es richtig heißt. Ich kann mich nicht selber kontrollieren. Carsten hatte ohne Eins, glaube ich, in Englisch. Ich hatte bloß eine 3 geschafft. Ganz zusammen die Prüfung. Weiß ich noch. Wie als Wops. Oh, das war so schön. Oh, Prüfungszeit. 2 Tage Ruhe, ein Tag Prüfung. Oh. Das waren noch Zeiten. Und jetzt arbeiten. Mittags schon Feierabend. Oh, das ist auch sowas. Geht gar nicht. Wow. Es ist grün. Es ist aber auch ein bisschen 30. Und im Moment, wo ich sage, na, oh, die Ampel ist gerade gelb geworden. Oh, es wäre ja eigentlich beinahe auch rot gewesen. Hätte ich auch noch einen Strafzettel eigentlich bekommen können müssen. Ich soll hier abbiegen. Ey, was willst du, Vogel? Guck mal, hast du das gesehen, wie der einfach so rumziehen wollte? Ganz schön dreist. Die Sau. Platzen? Hier kommt nichts. Hey, cool, das ist ja so eine richtige Minenstadt. Also hier ist eine Mine. Denke ich, das ist eine Minenstadt. Geradeaus war so ein verlassenes Gebäude, also irgendwie was Altes. Settler West. Ja. Ich dich auch. Scheiß Schallschutzmauer. Da kommt was. Blinker ist ausgegangen. Kommt da noch was? Ja, kommt. schnell. Schnell. Oh, nicht auf die anderen Streifen. Sehr schön. Handy mal weglegen. Das ist manchmal ratsam, mal ganz ehrlich. Aber vielleicht ist es ja gar keinem aufgefallen, dass ich gerade mit Handy am Steuer gefahren bin. Das ist auch Lektion Nummer 2. Handys weg vom Steuer. Echt, das ist echt scheiße. Wenn ihr es eh mal probiert habt, irgendwie. Du kannst dich nicht auf beides kontrollieren. Sowieso konzentrieren. Das geht echt null. Ich habe immer einen Anruf getätigt, gebe ich jetzt zu, bei während der Fahrt. Ich habe aber im Stand alleine den Anruf quasi. Oh, ich kann 80 fahren. Guck mal, ich bin vorbildlich. Ich bin genau bei 55 bin ich vom Gas gegangen. Ich kann aber 80 fahren. Im Stand habe ich aber diesen Anruf ausgewählt. Okay, ist ja aber auch schon verboten, sobald der Motor läuft. Im Stand habe ich diesen Anruf ausgewählt. Aber habe dann während der Fahrt telefoniert. Zwar auf laut. Was machst denn du jetzt hier so richtig? Kannst du mal abbiegen? Mein Gott. Zwar auf laut, aber es war von der Konzentration her, weil man ja trotzdem ein bisschen versucht, auf das Handy zu achten, wo sich das gerade hinrutscht zwischen den Beinen oder sowas, ist es nicht sonderlich ratsam. Ganz einfach. Also, Handys aus. Ja, aus, ne, aber eben nicht bedienen.
weil ist scheiße. Das war die Stube. Ich muss eh rüber. Jetzt wird bloß 70. Schau aber 6. Sollte eigentlich gehen. Also Regel Nummer 1 war, was war denn Regel Nummer 1? Also nicht unbedingt zu schnell fahren. Ein bisschen schneller geht schon. Aber nicht zu schnell, finde ich. Und Regel Nummer 2, Handy. Das könnten Regel Nummer 3 sein. Es sind alles Gebote, die dürften eigentlich gar nicht sein. Also. Okay, jetzt habe ich zum Beispiel wieder das Handy in der Hand. Mann, fahr doch mal. Was will ich denn schreiben? Oh, guck mal, schön, geradeaus. Da muss ich nicht ganz so viel nachschauen. Muss bloß darauf achten, dass ich den da hinten drauf fahre. Gespräch möchte ich schreiben, so, senden. Oh, Scheiße. Ja, ich bin fertig mit Schreiben und musste erstmal wieder auf die Straße fahren. Ja. In Deutschland oder in der Realität wäre das jetzt schon, hätte schon schlimmer sein werden, aussehen können. Warum ist denn jetzt hier ausgerechnet eine 70? Vorhin sind wir durch die Wüste hochgefahren, da war bloß eine 55. Muss ich nicht verstehen. Wir waren ja auch schon gleich da. Das wundert mich auch. Was war noch weit und breit nichts in Sicht. Doch, okay, auf Navi kommt jetzt was. Falsche Spur. Nächste Nachricht gesendet. Wenn's geradeaus geht, geht's. Aber wenn wir dann durch irgendwelche Wälder fahren, wo dann die Bäume schon fast auf der Straße stehen, dann wird's kritischer. Muss ich eigentlich mal tanken? Also eigentlich an. Oh, die Bremse! Ich drück das gar. Das total durch, dachte ich. Boah, lol. Ich fahr zwar, aber eigentlich, wenn ihr gerade das Bild seht, wie ich hier sitze, ich lenke mit einer Hand, habe meine Füße in einer angenehmen Sitzposition überschlagen. Boah, lol. Mein linker Fuß liegt, oder mein linkes Bein, mein linkes Schienbein liegt, das oder am Kniebein liegt auf den Schienbein des rechten Beins. Die überschlagen so und ich gebe Gas und bremse mit meinem rechten Fuß. Allerdings werde ich, was hinsichtlich Bremsen ist, etwas, gehindert aufgrund meines anderen Fußes oder Beins, was darauf liegt und dadurch ich etwas schwierig bremse. Was machen wir denn jetzt hier? Da wackelt die bis gerade, als er angefahren ist. Hat er durchdrehende Reifen gehabt oder? Ich muss noch schnell ein Smiley schicken. So, Smiley ist geschickt. Was wird denn jetzt hier, ihr Spacksten? Ey. Ohne Scheiß. Warum fährt denn der denn? Es wird schon finster. Ich stehe aber morgen früh noch hier. Ah. Hä, wo hab ich denn jetzt einen Unfall verursacht? Ich bin immer gegen das Stoppschild gefahren. Ey. Ohne Mist, das Spiel. Was soll denn das? Wo hab ich denn jetzt einen Unfall verursacht?
Ey, ohne Mist! Da konnte sich jemand dazwischen stellen, noch so viel Platz war da. Ich musste halt gerade mal wieder ein bisschen in Rambo rausgucken lassen. Oh, ich habe so sehr gebremst, nicht, dass es jetzt gelb wird. Ey, ich halte. Oh, Licht ging an. Ist hier vielleicht ein Stoppschildmarkierung? Stopp heißt ja wie grüner Pfeil, denke ich immer noch. Also heute Abend gehen wir gleich mal in den Club hier vorne. Aber nur wegen den Weibsen da oben drauf. Grün. Lenken, lenken, lenken. Ach hier, Diner. Das ist so typisches Diner. Wie so ein Eisenbahnwaggon, ne? Cool. Ja, mein Gott, wir sind ja gleich da. Lass die Ohren auf. Rum. Eingabe, wie wollen wir parken? War das machbar? Das wird doch bestimmt machbar. Das ist ja in der Halle drin, mein Gott, das wird doch machbar. Nee, oder? Das ist doch nicht in der Halle drin, scheiße. Wo ist denn das? Boah, ich darf nicht rülpsen. Mann. Ach, hier hinten. Ah, mein Gott, das schaffen wir. Ich glaube, ich tue erstmal ein bisschen noch vorziehen. So. Jetzt lenken wir so rum ein, dass der Auflieger so rum abkippt. Genau. Und jetzt kommt da noch ein Zaun. Oh! Und den müssen wir auch noch drum rum. Das passt. Aha. Oh mein, ein. Ah! Kisten. So. Ah, noch ein bisschen mehr einlegen. Das ist doch geil, bestimmt. Ja, mein Gott, geht noch ein bisschen mehr rum. Die ganzen. Was willst denn du? Das ganze Spiel lenkt mich überall ab, ne? Was wollte ich sagen? Eine Lenkradgeräusche wollte ich erwähnen. Ey, war das nicht gerade geil eingepackt, oder? Ohne Mist. Eigenlob stinkt, aber in dem Fall. Mensch. Der absolute Burner. Gut. Wir haben eine schöne Folgenlänge auf jeden Fall erreicht. Damit wollte ich sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und dann sage ich bis dahin und ciao.